Hallo und herzlich willkommen zurück bei der zweiten Folge von Battlefield 3 Multiplayer Coop mit dem Moritz und mir. Ja, hallo! Und wir versuchen es das mal nochmal auf einfach. Ja, das mal versuchen wir die Mission auf einfach durchzubringen. Ich hoffe, wir bringen sie durch. Ja. Und ja. Hey Oli, noch kurze Frage, wenn du auf Tab gehst, siehst du dann irgendetwas? Also, nein. Gut. Okay, ich gehe mal kurz taggen wieder. Ja. Und ja, jetzt hoffen wir das mal. Machen wir das ohne die grossen Fails von letzter Woche. Oh ja. So, nächste Waffe freigeschalten. Geil. Und Magazinschleier. Okay. Und ich habe mal vorher gesagt, dass ich einen Kanal gefunden habe, der hure geile Musik bringt. Und ich habe das Gefühl, das könnte man easy gut als Thema brauchen. Ja. So, mal ganz voran, was hörst du für Musik, Oli? Ich höre gern, eigentlich sehr gern Dubstep. Und was höre ich sonst noch gern? Halt ein Zeug, wo Elektronikmusik ist und gleichzeitig in den Charts ist. Das ist einfach noch vielfach gut. Eigentlich, ja. Und du? Also, irgendwie, solange, wenn es bei mir keine richtige Musik ist, also ja, Elektro oder so, also solange das so elektronisch erstellt worden ist, wenn man es so will sagen, ja. Ist das für mich meine Lieblingsmusik, meine neue Lieblingsmusik. Ich liebe so Elektro, Dubstep, Drum and Bass, okay, das ist jetzt. Drum and Bass lass jetzt nicht so oft, aber ja. Ja. Upstep, eben all das Zeug, ich liebe so Musik. Vor allem, wenn ich muss aufstehen morgen, ist das Einzige, was mich wirklich wach kriegt. Ah, das ist der Tank. Oh. Ich kann nichts gegen ihn. Okay. Er ist kampfunfähig, oder sind kampfunfähig wie sie, aber fährt immer noch weiter. Jetzt da. Wow. Super. Nice. Tagge. Und ja. Was ich aber cool finde, also Dubstep, also yes, es haut voll rein natürlich. Es kann gut sein, dass auch andere Musik schön reinhält und so, aber irgendwie. Am besten höre ich zu bei Dubstep, also es haut einfach voll rein, vor allem ein geiles Headset oder eben gute Musik, ja. Also Kopfhörer hast. Okay, jetzt kommen wir von links. Ich habe jetzt schon eine Mine platziert für den Panzer, der dann kommt. Oh Mann, mach ich jetzt auch gerade. Ich hoffe nicht, dass du Alpink für den Panzer kriegst. Wow, okay, das ist nicht wirklich gewesen. Stirb nicht. Junge, was hast du? Ist das deine RPG gewesen, oder was? Nein, das ist die von dort oben. Scheiße, wir sind gerade richtig scheiße platziert. Und ich muss nachladen. Und ich sehe die Gegner nicht. Also mich würde es mal interessieren, Oli, was für YouTube-Kanal kennst du? Also, ich meine jetzt von der Musik her so. Gehst du immer auf einen bestimmten oder? Nein, eigentlich meistens tue ich nach der Suchfunktion Musik hören. Aber was ich im Moment gerne höre, und das kennst du ja auch, die Empfehlung kann ich ja von dir. Soundglee. Nein, nicht das. Wie heisst der schon wieder? K391 oder so. Ja, genau. Der ist wirklich geil. Achtung, sie infiltrieren uns jetzt gerade von hinten. So, jetzt nehmen wir mal den AIK auf. Panzer kommt. Komm, über die Mine. BAM! Geil. Das haben wir nicht halb so Problem gehabt mit dem Panzer wie letzte Aufnahme. Ja, voll. Ach ja, nur so zum sagen, eigentlich haben wir vor, die Aufnahme schön nach der verfehlten Aufnahme zu machen, aber dann habe ich halt eben keine Zeit mehr gehabt. Ja. Ja. Das ist jetzt halt ein paar Tage später, aber ich glaube,
Es macht jetzt nicht so viel aus, wir wissen halt. Ich habe bei unserem Kanal auch hergeschrieben, dass es unregelmäßig kommt wahrscheinlich. Ja, es ist halt schwierig. Wir schaffen beide und dann. Ja. So, das dürfen wir jetzt da nicht so bei der Panzerfaust fehlen, gell? Oh ja. Also zuerst, wenn ich mich recht entsinne, kommen sie von hinten. Von links meine ich. Ja, von links mal. Zuerst kommt jetzt noch unser Heli. Ja, stimmt, der, den du angeschossen hast. der, den ich so voll Angst hatte, ich so voll am Rasch. Ah, Scheiße, nein, warte, verdammt, wo ist jetzt. Kommt. Ich warte drauf. Und, wenn es da irgendeiner schon gibt, der wirklich aktiv zulässt, einen Schweizer oder vielleicht sogar einen Deutschen, der uns versteht, wäre es Wunder. Wow, okay, sicher nicht. Mich würde interessieren, wenn ihr es auch noch aus meiner Perspektive seht. Gell, das wäre sicher noch spannend zu finden. Weil, es sieht zwar schon geil aus, aus seiner, aber, also, sorry, meine ist halt auch viel besser. Nein, es würde mich einfach sehr interessieren, wenn ihr von beiden Perspektiven. Oh, jetzt kommen wir, sonst nicht gerade von rechts. Das war der mit dem Panzerfuß gesehen. Ja, sie kommen von rechts. Oh, dort. Boah, überall, Mann. Oh ja, voll. Ziehen wir uns ein bisschen zu den Chips zurück. Ja. Die geben uns noch Unterstützung, Chips. Nein, aber eben, wenn ich so Dual-Commentaries schaue, dann, dann sehe ich meistens noch gerne so die andere Perspektive. Ja, so das ist noch lustig, Oli, wir sind schon weiter als letztes Mal. Oh verdammt, und meine Internetleitung ist schlechter. Sie kommen wieder von links. Ach, ich hätte mein RMG mit zwei Beißen gehalten. Das habe ich. Oh. Ich versuche Panzerfaust ausfindig zu machen. Dort! Wow! Im Dach. Wo ist sie? Auf dem Dach, von dem Hotel oder was das ist. Okay, easy. Wir müssen das verteilen, weil wenn sie uns beide gerade. Achtung, Panzerfaust. Ja, das stimmt. Wenn sie uns beide wie letzte Aufnahme einfach gerade holen können, ist das. Dann wäre das ziemlich blöd, weil das ist so. Achtung, Panzerfaust wieder. Weißt du was? Deck mich und ich versuche den Panzerfaust zu holen. Ja. Wo bist du? Da. Okay. Ah. Dann noch schnell reloaden. Achtung, Panzerfaust! Wow, ich bin hart angehittet, aber ich kann. Vielleicht habe ich einen Headshot können und dann ist er down, aber ich glaube nicht. Oh, Panzer! Panzer. Ich kann ihn nicht erfassen mit dem Channel. Okay, doch. Gut, erfasst. Kampfunfähig sollte sein. Nein, ist er noch nicht. Er hittet mich an. Oh, scheiße. Bist du da, oder? Nein, er ist gerade auf mich am Schiessen. Also ich bin am Ablenken. Gut, er ist nicht mehr am Schiessen. Bin nicht ich, das war unser Kollege. Das ist uns. Geil. Oh! Wow, das ist echt. Junge, ich habe gerade so Glück gehabt, dass ich gerade ein AEK in der Hand hatte. Das sind schöne Achtung! Achtung! Scheiße, ich bin tot! Wo bist du? Dort beim Auto. Scheiße. Okay, just breathe. Achtung! Geh weg! Sorry, Oli. Ich versuche da. Gut, merci. Wow! Fast wäre wieder die Panzerfaust, das ist verderben gewesen. Penetrant mit ihnen, Panzerfüßen. Also sogar auf easy, muss ich sagen, ist das noch recht anspruchsvoll. Ja, doch, es ist gar nicht so einfach. Irgendwie. Du musst immer aufpassen, wo plötzlich Panzerfuß kommt. Und ja. Du musst schauen, dass du nicht allzu nächst mit deinem Kollegen zusammenhockst. Ich kann. Warte, ich kann schnell hinterher schauen. Wow, Panzerfuß! Kommt die? Praktisch ist, wenn du Panzerfuß gehörst, dann musst du rennen. Ja, okay. Ja, oder schiessen, wie ich und dann fast gekillt werden. Jetzt kommt unsere Venom.
Ah, doch, ja. Was sagt uns das, Oli? Was das heißt? Keine Ahnung. Dass wir scheiße sind und Unterstützung braucht. Ja. Schon. Warte ich etwas, aber. Ich auch. Irgendwie hat es einen Hänger. Da hinten haben wir so einen Waypoint, der uns sagt, wir sollen in Helikopter steigen. Ah, und wir müssen da hinten. Ah, hoppala, das ist okay. Okay, seht ihr, auf easy schaffen wir jetzt die einfachsten Zeichen wie falsch zu verstehen und versuchen irgendwo Gegner rauszuholen, wo es keine Gegner gibt und ja, voll. Kann man nicht auf den Gander Sitz wechseln? Die kein Gander. Glaub's nicht. Ah, Zeit ab, das dann fast nach der Mission wäre erfolgreich gewesen. Yay! Geil! Endlich haben wir es geschafft. Oh, das ist aber auch schon. Ach, weißt du, viel schneller hätten wir das können machen, wären wir nicht. So, ich bin kurz vor der NPC-Bär, es ist schon freigeschaltet. Ich bin auch ganz kurz vor der NPC-Bär, ich brauche noch 660 Punkte. Easy, also ich wäre jetzt dafür, dass wir nochmal unsere Lieblings-Coop-Mission Feuer vom Himmel machen. Ja. Mal schauen, wer das mal Gunner ist. Ich mache wieder einfach. Ich glaube, das mal. Bin wieder ich der Gunner, weil ich bin der Zweite, also du bist der Host. Ja, kann sein. Und wenn nicht, dann wird es schwierig, Leute, dann, das kann ich euch sagen. Ja. Wenn ich ein Gunner habe, bin ich ein easy guter Heli-Flyer. Ja gut, wir sind immer noch abgestürzt wegen meiner Inkompetenz. Ja, das schon, aber wenn ich du müsstest mich mal sehen, wenn ich Heli fliege, ohne dass ich einen Gunner habe, bin ich 10-mal schlechter, als wenn ich Heli fliege mit einem Gunner. Ich weiss nicht wieso. Wahrscheinlich bin ich dann einfach wahllos. Ja. Und das Mal bin ich. Nein! Oh. So, Leute. Nochmal. Es zeigt mir an, als würde ich hier etwas reinfliegen. Also, es schüttelt mich so durch. Schon. Na egal. Okay. Mal schauen. Ah, ist sie, wir haben Feuerlöscher, Junge! Aber sogar wo wir halb downkittet worden sind, hätten wir es. Ja, mit der RPG und all das Zeug. Okay, da unten ist ich dann irgendwann mit. Was machst du? Ich will den eskortieren. Ein bisschen zu schnell gewesen. Wenn du zoomst, dann hast du den Malsicht, gell? Ja. Das kann ja mal heiter werden, sage ich euch, weil ich bin nicht so der gute Gunner-Flyer. Mal schauen. Und ich kann nicht in der Luft stehen bleiben. Ich bin voll scheiße da drin. Schau mal auf die Tankstelle. Bam! Komm, hol den Mörser! Okay. Der eine ist down. Nice. Ah ja, das ist eigentlich irgendwie gerade noch praktisch, weil jetzt sehen wir gerade Oli seine Sicht noch. Also das hat nicht meine Sicht, die ich letztes Mal hatte. Gell, du hast jetzt da überall im Boden noch Gegner, gell? So. Ja, du musst mit der Thermalsicht, du siehst einfach. Don't see anyone. Ah doch, dort. Wenn ihr euch fragt, Junge, wieso fliegst du so komisch? Ich muss einfach irgendwie voll die grossen Fracken machen. Ich muss extrem weit kehren. Yeah, MP7. Achtung, wir werden von irgendwo angekittet. Von hinten? Ja, easy. Ja, wo ich gerade hinschiesse. Du schiessest nie jetzt hin! Sind alle tot.
und der Turm geht um. Buggy! Ich habe das Gefühl, wir müssen die ganze Rechtsarbeit machen und unsere Einsatzteams machen gar nichts. Junge, das sind billige Soldaten mit billigen Waffen. Du ein bisschen taggen, gell? Okay. Ja. Also ich hau mal ab, ciao. Oh. Ah, meine intuitive Panzerfußstapfe. Kannst du holen? So. Seht ihr? Ich weich intuitiv der Gefahr aus, der Oli fliegt intuitiv rein. So ist es. Oh, ich freue mich schon, wenn wir gegen den Tank mit, dann würde ich nämlich so abkacken. Okay, dann freue ich mich nicht. Ja Junge, du musst auch schneller sein. Junge, weißt du, früher habe ich dir... Jetzt sind Fallschirme. Hä? Die sind bei mir in der Luft. Schau einfach, dass wir nicht abgeholt werden, gell Oli? Ja, ich versuch's. Ich versuche einfach mich auf mich in der Luft zu halten. So, komm, man kommt endlich der erste richtige Gegner. Junge, das merke ich gerade. Wenn ich Gunner bin, dann tagge ich extrem oft. Schon? Ja, das ist ja. Das letzte Mal haben wir die ganze Zeit gesehen, sehr viele Gegner gesehen. Das Tag, es wird kein Gegner auf dich. Jetzt ist es schon. Okay, jetzt haben wir BMP, das ist easy, das ist ein Panzer, das ist Kiki. Achtung, Oli, gang zuerst auf die Dings. Die feindliche alles und zwei BMPs gut. Ich dachte, das ist die einzige. Nice, es kommt der andere Ostsäge noch. Nur in dem Überflug. Oli, holen um! Ja. Nice. Wie fliegst du eigentlich, Oli? Fliegst du mit Tastatur und Maus oder mit, auch mit Tastatur? Mit Tastatur und Maus. Ganz viel Story, ganz auf die müssen wir aufpassen. Ja. Hä? Der ist bei mir in der Luft. Ah ja, voll. Komm schon, dann warten wir. Yeah! Er ist noch runtergekumpelt. Ich muss gerade schauen, dass ich keinen Baum in den Flieg. Das wäre noch ein bisschen ja, behindert. So wie ich. Ich gehe ab und zu in die Thermalansicht, da siehst du wirklich viel mehr.
Jo. So, jetzt wird wahrscheinlich gerade die erste mobile Luftabwehr kommen. BMP, BMP. Ich sehe den dort hinten, das ist die mobile Luftunterstützung. Aha! Schön. Das muss könnte wirklich gefährlich werden. Hast du ihn? Nein. Noch nicht. Bam, 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 bam. So. Oh nein, jetzt sind wir da. Verdammt, das hast du so gut können. Einfach so schweben, das kann ich so nicht. Du kannst es ja. Ja. Ich habe ein Problem, aber. So. Hä? Hinter. Aha, das sind die zwei. Das sind die, die du noch überlebt hast, Oli. Nein, da sind wir ja abgestürzt. Nein. Ah, doch, ja. Ich denke, wir können nicht mehr ins Gebiet rein, wo wir dürfen. Oh oh. Nein, Oli, geh auf die Flugabwehr. Ja, auf Flugabwehr. Ich kann uns gefährlich werden, im Gegensatz zum Ding. Flugabwehr ist down? Ja. Nein, jetzt ist es schon aus dem Panzer. MP7! Ich krieg halt schon viel mehr Punkte, wenn man die Mission fertig macht. Ja. Ja, 2-1 und 2-0. Von wo kommen wir, Zombie? Da, da sind tagged. Batz, 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 batz. Nein, ich glaube, die Tanks haben sogar noch geholt, Oli. Ja, ich glaube fast, das können wir nachher nochmal gehabt. Aber es kann auch sein, dass der Oliver es geschafft hat, sogar schon in die Ehe zu fliegen. Ja. Ah, Buggy. Ja, genau da sind wir drauf gegangen. Ja, genau. Der kommt über die Flugabwehr drüber. Ja. Ah, oh, Schirin Berg, Schirin Berg, Oli, Schirin Berg. Okay, jetzt bin ich auch geflogen. Super. Okay, Leute, wir sind weitergekommen als die letzte Mission. Ja. Danke wem? Danke Mo. Ist doch so, nein. Doch, eigentlich schon. Ja doch, voran, wir haben die Crew weiter. Wow, 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 Achtung! Eli! Ah, das sind unsere Freundlichen. Nein, ah doch. Wow. Er fliegt nicht in den rein. Ich heiss nicht Oliver. Ja, ja, ist gut. Fliegen sie da nur und fliegen die mich ja. Pass auf! Oh. Die fliegen unter uns durch!
Und jetzt? Abstürzen! Yeah! Ganz geschafft! Das ist jetzt mal. Oh. Ist bei dir der Bildschirm auch so plötzlich vergraut? Ja, voll. Ich bin abgestürzt. Oh. Aber die Mission ist geschafft und ja. Schau schnell, was für Zeit das wir haben. Wie viele Minuten Aufnahme haben wir jetzt schon? Etwa 23, würde ich sagen. Gut, ich glaube, dann machen wir einen Cut und vielleicht können wir ja gerade nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Ja, dann danke fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Peace out.